In der Stadthalle Balingen laufen derzeit die Proben für die 16. Eigenproduktion des Hauses. Am kommenden Freitag, den 7. November, ist Premiere für das Musical Anatevka, auch bekannt unter dem Originaltitel Fiddler on the Roof. Anatevka ist der Name eines fiktiven jüdischen Dorfes in der Ukraine. Die Geschichte spielt zur Zarenzeit ungefähr 10 Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Wir waren bei den Proben dabei. Wenn ich einmal reich wäre, das wohl bekannteste Lied aus Anatevka. Milchmann Teffje kann von Reichtum nur träumen. 5 Töchter hat er in die Welt gesetzt. Die 3 Ältesten sind mittlerweile im heiratsfähigen Alter. Für sie hat Teffje eine Heiratsvermittlerin engagiert. Doch die Töchter haben eigene Pläne. Nicht unbedingt nach den Wünschen des Vaters. So will die älteste Tochter lieber ihren armen Jugendfreund als einen reichen Metzger ehelichen. Auf den Kiewer Studenten Perschik hat es die 2. Tochter abgesehen. Er wird später wegen seiner revolutionären Ideen verhaftet. Die jüdische Gemeinschaft in Anatevka ist sehr konservativ und legt Wert auf Tradition. Doch die Strukturen brechen langsam auf. Und nicht nur das. Am Ende räumen die Soldaten das Dorf und die Juden wandern nach Amerika aus. Es kommt mir darauf an, die Aktualität dieser Musical heutzutage. Passiert so viel in der Welt mit Flüchtlingen, mit Zwangsverheirat und es kommt alles vor in diesem Stück. Anatevka ist vor dem Hintergrund der Geschehnisse in der Welt sehr aktuell. Doch das ist nicht der Grund, warum sich die Stadthalle dieses Musical ausgesucht hat. Ich denke, das ist mal eine ganz neue Chance, auch neue Publikumskreise sich für unsere Eigenproduktionen zu erschließen. Ich habe im vergangenen Jahr die Erfahrung gemacht, wir hatten hier My Fair Lady von einer tollen Bühne aus Köln und ich war relativ überrascht, wie viele junge Menschen zu diesem Musical gekommen sind. Bei den Eigenproduktionen der Stadthalle Balingen treffen immer Laien auf Profis. Während die Hauptrollen allesamt von professionellen Sängern gespielt werden, kommen in Nebenrollen Chor und Orchester Balinger Bürger zum Einsatz. Der Chor ist natürlich ein Laienchor und ich finde immer, dass die Profi-Sänger wirklich lernen, Motivation von dem Chor und umgekehrt, dass der Chor versucht, dann ein bisschen mehr professionell zu sein. Am kommenden Freitag, den 7. November, ist Premiere. Weitere Aufführungen gibt es am darauffolgenden Samstag und am Sonntag, jeweils um 19 Uhr. Der Vorverkauf läuft bereits.